Willkommen zu einem geistreichen neuen Abenteuer. Versteht ihr, geistreich wegen Geistern und Luigi's Mansion? Freunde, einen gruseligen schönen Nachmittag oder Frühabend oder Abend, je nachdem, mein Gott, wünsche ich euch. Oder einen guten Tag, guten Morgen oder wann auch immer ihr dieses Video schaut. Mein Name ist der Umlautmann, aber ohne Umlaut. Und willkommen zu einem neuen Part von Luigi's Mansion. Friendos, dritter Part. Ich konnte mir die Kommentare durchlesen und an erster Stelle, was mir gerade aufgefallen ist, beziehungsweise eingefallen ist. Ich weiß, Freunde, man kann die Lebensanzeige unten links nicht sehen, aber alles andere sieht halt voll cursed aus. Ich könnte jetzt, keine Ahnung, so rübergehen, wäre weird. Okay, das ist auch weird. Alles wäre definitiv sehr weird. Ich kann euch zwischendrin einfach mal Bescheid geben, wie viel Leben ich habe. Ich glaube jetzt nicht, dass es so ein krass wichtiges Element hier in diesem Let's Play sein wird. Von daher, ganz entspannter Hase. Freunde, einige Tipps bekommen. Ich glaube, das, was ich aus den Kommentaren am meisten mitgenommen habe, ich sollte mich deutlich mehr mit dem Game Boy Horror so ein bisschen umschauen, weil es doch in sehr vielen Räumen ein bisschen Para gibt. Was ich allerdings nicht so ganz verstanden habe, kann auch sein, dass ich jetzt irgendwie einen Kommentar überlesen habe oder so. Ich habe jetzt nicht so ganz verstanden, wofür ich das Geld am Ende des Tages brauche. Klar ist es irgendwo für den Highscore wichtig, meine ich. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, wo wir jetzt lang müssen. Ich habe schon voll vergessen. Die letzte Aufnahme ist schon ein paar Tage her. Und ich habe voll vergessen, wo wir lang müssen. Naja, Freunde der Sonne. Oh! Junge, dieses Drecksding wirft einfach eine Bombe. Bombenangriff! Okay, daneben nicht. Dann gehen wir jetzt einfach nach oben links. Sind wir oben links schon gewesen? Ich meine schon fast ja. Also wie gesagt, es soll auf jeden Fall deutlich mehr... Warte, können wir hier lang? Das war nicht der reale Weg. Nee, guck mal. Das ist auf jeden Fall nicht der reale Weg. Hier sind wir bereits drin gewesen. Sind wir nicht im Badezimmer schon gewesen? Aber warum ist denn das Licht hier aus? Ich gehe nach Haus. Rabimmel, rabammel, rabumbumbum. Ich habe voll vergessen, wo wir stehen geblieben sind, hä? Warte mal, wir haben den Babygeist besiegt. Ich soll bei der Ray immer probieren, die Geister an einem Zug einzuziehen. Das habe ich mir schon fast gedacht, tatsächlich. Weil halt Perlen rauskommen. Besetzt. Okay. Ah, warte mal. Und mit dem Game Boy Horror können wir ja prüfen. Können wir auch Fake-Türen und so einen Bums prüfen? Die Fake-Türen bewegen sich, by the way, wenn man davor steht, habe ich auch so in den Kommentaren entnommen. Ja, und ansonsten gucken wir mal ganz kurz, wo es weitergeht. Muss ich jetzt wirklich in meinen alten Part reingucken, um zu schauen, wie es weiter... Mann, jetzt... Oh, das ist ein Geldgeist. Ah, Hilfe! Junge! Nein, da war ich zu langsam! Hm, schade, Marmelade. Wir sind rechts in dem Room drin gewesen. Aha. Hey! Ach, Manu, ich wollte den Geldgeist auch mitnehmen. Warte mal. Digga, ich bin noch so lost. Ich habe nach einer Woche die Steuerung wieder vergessen. Hä, hey, Bro, ich hab doch gezogen. Dankeschön. Boah, war das eine Geburt. Hat ja nichts gebracht. Aha, warte mal. Das ist weird. Was ist das? Hä? Das ist ja ein Butler oder sowas. Ah! Warte, ich habe das Feuer jetzt ausgemacht. Bringt das irgendwas? Muss ich eventuell alle Kerzen im Flur ausmachen oder so? Regt er sich dann tierisch auf? Tierisch aufregen? Oder was genau ist hier passiert? Hm. Freunde, ich gucke mal ganz kurz in mein Let's Play rein. Ich habe es schon fast gedacht, aber unsere einzige Aufgabe ist es im Prinzip jetzt irgendwie ein paar Buhus wegzuklatschen. Vielleicht müssen wir hier nochmal reingehen. Wer weiß, vielleicht bekommen wir jetzt irgendwie einen neuen Hinweis im Ballsaal. Schönes Wort, by the way. Denn wir müssen jetzt die einzelnen Buhus einfangen. Da steht fest. Ah, warte mal, warte mal. Aha, guck mal. Der Buhu. Hier ist jemand. Der Buhura da. Hallo? Du darfst Gamebu zu mir sagen. Okay, Gamebu. Ich würde jetzt ganz gerne meine Taschenlampe wieder nehmen. Hey! Nein, der ist einfach abgehauen. Oh, nö. Bro, das ist ja zum Mäusemelken. Muss ich ihn einfach saugen? Warte mal.
Irgendwo. Aha. Irgendwo ist hier ein Buhu. Ah, hier, Bingo! Aha. Hallo, Game Buhu. Hallo, ich bin Bulala. Alles klar, Bulala. Ja, wir haben ihn jetzt rein da in die Masse. Geil, damit haben wir schon mal ein Buhu eingesammelt. Eins von 50, by the way. Ja, gibt's denn sowas? Du hast bereits deinen ersten Buhu gefangen. Ich habe die Fieslinge untersucht. Nun, diese Buhus scheinen nicht Licht gerade zu mögen. So viel ist sicher, sie setzen alles daran, sich in bzw. unter Einrichtungsgegenständen zu verstecken, wenn sie in einem hellen Raum feststecken. Folge richtig, müsste man nur alle Lichter der Villa einschalten, um schnellstmöglich alle Buhus zu finden. Was hältst du davon, Kleiner? Okay, du kannst mir jetzt den Buhu schicken und mir deine sämtlichen Daten übersenden. Geil! Aha, also unsere erste Aufgabe war es quasi, den ersten Buhu zu fangen. Gib acht, Luigi. Soll ich nicht 7 geben? Ist er eventuell jetzt wieder hier drin? Ne, ich glaube, der eine Buhu ist jetzt endgültig abgehauen. Kann das sein? Wir sehen es ja am Radar. Aber Game Buhu oder wie der hieß, ist Array. Einfach so weg wie mein Dad. Ach, egal. Okay, den ersten Buhu haben wir. Dann gucken wir uns mal überall um. Vielleicht findet man ja irgendwas Schönes, wie zum Beispiel hier im Flur. Aber hier im Flur scheint erstmal nichts zu sein. Oder im Keller. Keller ist ja auch gleich eine Idee. Ich frage mich, wie wir den Butler gleich bekommen. Vielleicht ist sogar hier ein Buhu drin. Hier ist tatsächlich kein Buhu drin. Aber da ist auch stinknormal das Licht an. Vielleicht gehen wir auch aber erstmal oben entlang. Bro, der Geldgeist ist so ein Scamgeist. Ich dachte, er würde uns irgendwas Nices, Dices geben. Aber da haben wir uns getäuscht, wie bei einer Fata Morgana, Freunde. Aber vor allem, ich nehme gerade, ja, um 17.43 Uhr den ganzen Spaß auf und gehe gleich auf Twitch live dementsprechend. Freunde, wenn ihr das gerade sehen solltet, bin ich auf Twitch live, schaut doch gerne vorbei. Und es ist so gottlos warm. Es ist so warm draußen, heilige Makrele, ich bin auch so am Sweaten. Mario! So, hier haben wir wieder irgendwo ein Buhu. In Gegenständen, nicht wahr? Aha. Wer ist denn hier im Schrank? Wow! Yo! Oh. Hier war nix. Vielleicht das Gemälde hier oben? Nee. Wo ist ein Buhu? Wo schlägt denn der Bums aus? Ich war doch schon in allen Gegenständen. Ah, nochmal im Schrank. Bro, der hat einfach nur eine Bombe vorgeschickt, der Penner. Rambo ist mächtig böse. Rambo, bleib stehen, du Hund. Oder du Geist, je nachdem. Nein, ich will jetzt nicht mit Iggy telefonieren. Ich möchte erst... Ach, Mann. Du bist der geborene Buhu-Jäger, Luigi. Okay, du kannst mir jetzt den Buhu schicken und mir deine sämtlichen Daten senden. Ey, Freunde, crazy. Da haben wir jetzt erstmal wieder ein paar Buhus gefunden. Gib acht, Luigi. Aber das wird nicht unsere Hauptaufgabe. Habe ich irgendwo einen Schlüssel, wo ich jetzt nicht checke, wo ich lang muss? Oder bedeuten die blauen Räume unten, dass die nicht abgeschlossen sind? Kann das sein? Hier oben rechts war keine Tür. Nope, hier geht's auf gar keinen Fall lang. Weil die Buhus müssen wir auch einsammeln. Ich wurde by the way gefragt, ob ich die 100% mache. Ich muss ehrlich sagen, keine Ahnung. Was war, also was gehört denn prinzipiell zu den 100% dazu? Beispielsweise alle Buhus? Weil ich glaube, das kann man easy rocken, oder? Also ich glaube, das können wir definitiv easy machen. Hallo Toad, ciao Toad. Okay, warte mal, wir werden auf jeden Fall mal die blauen Räume untersuchen. Die werden ja... Warum sind die blau, die Räume? Heißt es, dass sie noch nicht abgeschlossen wurden? Warte mal. Irgendwas läuft hier schief. Er hat wieder irgendeinen Geist in der Mitte? Tatsächlich nicht. Oh, ich wollte gerade schon sagen. Bro, jetzt hört doch mal auf. Mann, seht ihr nicht, dass ich gerade auf großer Mission bin, um hier irgendwas zu erledigen, Alter? So, wir werden jetzt mal an diesen Räumen weiterarbeiten. Irgendwas stimmt hier nicht. Können wir das einsaugen? Nein. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich meine mich auch zu erinnern, dass man irgendwas auf jeden Fall in diesem Raum machen konnte, oder? Ah, die Frage ist was? Weil wir landen ja wieder... Hm.
im Foyer, sobald ich einmal in den Spiegel gucken sollte. Das müssen wir also nicht machen. Ich finde es immer so krass, wenn man ältere Spiele spielt, finde ich es teilweise gar nicht mal so einfach zu checken, was genau jetzt Mission ist. Haben wir auf alle Knöpfe im Nebenraum gedrückt. Ich habe noch einen Knopf im Spiegel gesehen. Dann ist es wie bei Spiegeln, Freunde, man sieht sich. Von daher gucken wir da noch einmal rein, aber auf ganz süßer Basis. So, haben wir auf diesen Knopf gedrückt. Ja, haben wir. Der wird's nicht sein. Das Schild? Haben wir da drauf gedrückt? Muss ich jetzt wirklich googeln, was zu tun ist? Weil es nicht vorangeht? Hä? Okay, Freunde, ich glaube, wir müssen jetzt einfach ganz stumpf die Buhus einsammeln. Also, das hätte ich jetzt irgendwo gemacht, aber ich war gerade einfach so maximal verwirrt, ob das jetzt wirklich unsere Aufgabe ist oder ob das optional ist. Aber wie es scheint, ja, müssen wir die Buhus jetzt wirklich in dieser Villa finden. Na, tolle Wurst, hier waren wir noch nicht drin, ne? Richtig, genau. Hallo, liebe Fledermäuse da oben. Wisst ihr, ich weiß, Freunde, ich muss eigentlich überall rütteln, um mal ein bisschen Paar rauszuholen und so. Und ich weiß, es wird safe den einen oder anderen triggern, dass ich das nicht mache. Aber habt Erbarmen mit mir, habt Erbarmen. Okay, wir haben zwei Buhus gefunden. Dementsprechend gucken wir uns oben einfach mal um, wo wir hier noch den ein oder anderen Buhu rausbekommen können. Hier in dem Räumchen habe ich nachgeschaut, hier war ja nichts mehr. Ich glaube hier oben allerdings, gibt es tatsächlich noch irgendwo ein Buhu wahrscheinlich hier drin, richtig? Wow! Mann, die werfen immer nur Attrappen, die Penner. Hier? Okay, und dann? Warte mal. Nee. Hier. Hier müsste ein Buhu drin sein. Diesmal ist es keine Attrappe. Wie heißt du? Bubs, huch, ich schnüffel. Tja, Meister. Dein letztes Stündlein hat geschlagen. Ich wollte gerade sagen, dein letztes Stündlein hat geschlagen. Wie eine kaputte Uhr. Bam! Number 3, meine Freunde. Himmel, Herrgott, die Berge. Du hast schon wieder ein Luigi. Wie machst du das nur? Willenskraft. Okay, du kannst mir jetzt den Buhu schicken und mir deine sämtlichen Daten senden. So, machen wir das, Maestro. Ob das richtig ist, sehen wir, wenn das Licht angeht. Nee, das war eine andere Sendung. Okay. Dann gab es ja noch einmal den Raum hier links daneben. Ja, aber klar, dass hier noch irgendwas drin sein wird. Warte mal, wo ist hier wohl ein Buhu drin? Hier in dem Schrank? In dem Spiegel. Wow, das war ein Giftpilz. Hier? Aha, hier im Schrank. Bitte keine Attrappe. Ich hab bitte gesagt, Bro. Okay, dann suchen wir den Geist irgendwo anders. Hä? Hier, in dem Schrank. Nee. In dem Spiegel? Ich check das nicht. In dem Teppich? Hä? In der Lampe ist auch ein... Ich war doch gerade an dem Schrank. Wo ist der Buhu? Hä, warte mal. Hier, in den Klamotten. Ich check gar nichts mehr. Wo ist die rote Lampe? Hier irgendwo. Nein. Hier in dem Schrank. Bro, das ist ja so buggy. Kennst du Game Boo Advance? Nee, bleib hier stehen, Bro. Bleib stehen. Hau dich ab, hau dich ab. Oh, ich bin so bad, ich bin so bad. Okay, my chick is so bad, Freunde. Junge, war das eine Geburt, Alter. Boah. Ja, mal gucken, ob wir wirklich der geborene Jäger sind. Wir brauchen doch teilweise länger als gedacht. Mit diesen Buhus, nicht wahr? Gib 8, Luigi. Ich geb 6. Hey, yo, ich hoffe, dir geht's gut. Ich wollte dich nur kurz besuchen. Ciao, ciao. Puh, schnell weg hier. Ich will keine Zeit mit dem Spinner verbringen. Spaß. Toad, das war nur ein Spaß. Toad, du weißt, ich liebe dich und ich würde alles für dich tun. Und ich hoffe, dass du das immer weißt. 24/7. All day, all night. So. Keine Ahnung, wie viele Buhus wir fangen müssen. Warte mal, war der Raum richtig?
Ja, der Raum existiert. Das war keine Fake-Tür und hier ist auch ein Buhu drin. In was für einem Gegenstand wird er rumschimmeln? Im Kamin! In dem Ding hier oben? Kann es sein, dass die Buhus wandern? Aha! Nein, Para! Geil! Oh! Mein Name ist für dich Tabu. Versteht ihr, Freunde? Bleib stehen! Naja, dann nehmen wir zumindest das Para mit. Tabu, Freunde, habt ihr diesen Joke verstanden? Eins muss man im Spiel wirklich lassen. Viel Humor ist hier definitiv drin. Und das kann man genießen. Okay, Buhu. Ich wollte jetzt mal tot sagen, aber das passt ja nicht so ganz. Du kommst einmal mit mir. Geil! Was? Das Ding ist in den Flur abgehauen. Ey, mit null Leben, come on! Hasta la Buh, Baby. Bam, 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 bam. Unglaublich, niemand kann dich aufhalten, Luigi. Okay, du kannst mir jetzt den Buhu senden. Ja, machen wir. Speiert das Game nach jedem Buhu? Cool, 55 haben wir schon mal. Du hast bereits 5 Buhus gefangen. Du scheinst ein echtes Gespür für diese Biester zu haben. Ich verstehe ja, dass du dir Sorgen um deinen Bruder machst, Kleiner. Aber du hast doch alle Zeit der Welt. Also mach dir mal nicht ins Hemd. Ach ja, übrigens, musst du eigentlich nie auf die Toilette? Das erleichtert manchmal ungemein. Ich war vor der Aufnahme auf Klo. Aber schön, dass Dr. Igitt mitdenkt. Okay, hier müsste auch noch irgendwo ein Buhu sein. Hier im Bett? Nee, hier? Auch nicht. In dem Schrank? Nein. Hier? Nein. Hier? Nein. Ah, das Bett. Aha. Oh, Bombenangriff. Bombenprank. Warum lacht mich das Ding eigentlich so aus, so ekelhaft? Ha! Diesmal kannst du mich nicht pranken, lieber Boo, wie auch immer du heißen magst. Bulette! Nein, Bulette! Bleib stehen, Bulette! Die 50er sind auf jeden Fall deutlich aggressiver, habe ich manchmal das Gefühl. Und irgendwie lasse ich mich jedes Mal von diesen Drecksviechern treffen. Mach nur weiter, so Luigi. Geil. Dass du auch jedes Mal speichern musst. Gib acht, Luigi. Ist Gib acht vielleicht ein Hinweis darauf, dass wir 8 Buhus einsammeln müssen? Das wäre auf jeden Fall ein sehr kreativer Weg, muss man sagen. Aha, warte mal. So, wo ist der Buh in diesem Zimmer hingelaufen? Hier? Aha, aber das wird erstmal ein Prank sein, so wie immer. Bombenprank. Hier eventuell drin? In der Truhe? Die Lampe? Das Ding. Das Bettchen. Ah! Ich finde das teilweise so weird. Ich bin Turbo. Alles klar, Turbo. Zeig mal, wie viel Turbo du hast. Geil. So, Last Minute Buhu war das. Unglaublich. Niemand kann dich aufhalten, Luigi. Geil. So, einmal hin. Und dann gucken wir mal auf ganz süßer Basis, wo das jetzt hingeht. Okay, ein Buhu müssen wir allerdings noch finden. Das müsste der eine sein, der da unten abgehauen ist. Wenn mich nicht alle guten Geister täuschen. Boah, das war ein guter Wortwitz. Freunde, also allein dafür kann man den Kanal mal abonnieren oder einen Daumen nach oben da lassen, würde ich einfach mal so behaupten, oder? Also allein für... Also, war schon nicht schlecht. War doch schon nicht schlecht. Okay, ja, wo ist das Ding hingelaufen? Ist es vielleicht wieder oben rechts im Raum? Weil ich es nicht ver... Ja, wobei, ein Ding hatten wir ja eigentlich schon. Vielleicht ist aber auch einer im Keller. Mario. Hier ist keiner drin. Ich glaube, ich muss jeden Moment niesen. Boah, der baut sich auf. Wie Rom. Okay, kam doch nichts. Vielleicht hier. Ah, Hilfe! Da habe ich mich gerade wirklich erschrocken. Ich kann mir aber irgendwie nicht vorstellen, dass ein Buhu im Keller chillt, aber wer weiß. Irgendwann müssen die hier chillen, oder? Dieser Raum verwirrt mich irgendwie. Ich weiß nicht, was der Sinn von diesem Raum ist. Hier war mal ganz kurz ein Geist. Aber den kriegen wir irgendwie nicht hin. Okay. Also, ein Buu fehlt noch. By the way, ich habe 64 Leben, für diejenigen, die es interessiert. Weil meine Facecam...
Wie kann ich mich denn zweimal beim selben Geist erschrecken? Wie geht sowas? Ist der wirklich nicht hier drin? Welchen Raum haben wir noch nicht durchforstet? Das ist eine exzellente Frage. Wo habe ich noch nicht nachgeschaut nach dem letzten Buch? Habe ich exakt im Badezimmer nachgeguckt? Ich habe es ja erst zu spät gecheckt mit dem Buch. Bam, bam. Bom. Bom. Ba-bam, bam, bam. Bom. So, wir saugen alles mal ein, was irgendwie nichts bringt. Ich feiere beide Ray den Butler Geist. Der hat einen sehr, sehr coolen Vibe. Nee. Tatsächlich auch nicht. Okay. Wo ist der letzte Buhu? Wo haben wir den übersehen? Hide and Seek mit Buhus, Freunde. Das ist mein Lieblings-Hide and Seek. Kappa. Mann, lass mich doch in Ruhe, Mann. Ich versuche doch einfach diesen Gang hier entlang zu gehen. Aber auf süß. Und das ist richtig und wichtig. So, ihr geht auch mal ganz kurz weg. Welchen Raum habe ich noch nicht durchforstet? Wo bin ich noch nicht gewesen? Ich war hier überall. Wo ist er hingelaufen? Hä? Hä? Bro, warum kann ich denn auf einmal hier rein? Das ergibt doch gar kein... Schnief, ich habe etwas wirklich Wichtiges ins Klo fallen lassen. Es war keine Absicht. Sorg dich nicht drum. Ich komm... Oh Mann, ist das ein Epic Fail! Dann kümmerst du dich darum. Schließlich bist du ja auch der Klempner. Wenn du das in die Hand nimmst, brauche ich mir ja keine Sorgen mehr zu machen. Auf rein. Oh Mann! Warum ging denn auf einmal die Tür auf? Das ist voll der Betrug, Bro! Was habe ich denn getan? Junge, ich check gar nichts mehr. So, jetzt haben... Ey, Freunde, es tut mir so leid, dass ich so ein Klöppi-Verhalten hier einen Tag lebe. Lege. Mann, ich hab das gar nicht... Hier spielt beide Ray die ganze Zeit irgendein Klavier. Rüdelt. Sehr, sehr... Mann, dieser Kackflur. Hier liegen überall Sachen. Hallo, lieber Geist. Ciao, lieber Geist. Jetzt reicht's mir. Jetzt hört auf, mich zu bombardieren. Das ist gar nicht mal so cool. Die ganze Zeit bombardiert zu werden, okay? Bitte achtet auf die Gefühle eurer Mitmenschen. So! Also, was geht denn hier in diesem Room so ab? Oh, das ist eine Glasperle. Stube der See. Wow, hey! Okay, wie kann man die wohl triggern? Mit irgendwie Feuer oder sowas in der Art? Die Kerzen sind sehr auffällig. Kann ich hier rein? Oh, hey! Tatsächlich, ja. Ach, eine tolle Wurst. Okay, oh! Ah, guck mal, ich kann die nur über den Spiegel sehen. Das ist sehr interessant. Das wird eine coole Challenge, wie ich persönlich finde. Wahrscheinlich muss ich das Feuer einfach mitnehmen, oder? Hey! Du, ich wollte mich gerade erstmal ums Feuer kümmern, lieber Geist. Hätte nicht gedacht, dass du jetzt so random von der Seite kommst. Das Herz nehmen wir mit, denn jetzt haben wir wieder 59 Herzen. Okay, den haben wir. Vorsichtig, lass dich nicht treffen, Luigi. Wow, nein, 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 nein. Mario. Okay, vorsichtig. Ja, aha. Hä? So, jetzt haben wir ihn. Die spawnen aber auch wirklich aus nix. Die Viecher. Junge, 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 Junge. Okay, dann warten wir auf den nächsten Geist. Aha. Oh, oh. Leider nur ein erwischt. Manno. Die saugen mir das ganze Geld aus. Ja, zumindest ein, zumindest ein. Okay, 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 okay. Ey, wenn ich jetzt schon Probleme habe, Freunde, werde ich das Finale ja niemals schaffen, Kappa. Shit. Mann! Okay. Das mit dem Spiegel ist eine sehr coole Passage. Denn es ist wie bei Spiegeln, Freunde. Man sieht sich. Ha! Jetzt haben wir dich! Du Larry! Geil!
Da haben wir es auch geschafft. Geile Meile. Was bekommen wir da raus? Ein Schlüssel? Eine rot. Oh, ist das eine Fähigkeit? Das ist freaking interessant. Was bekommen wir denn da? Okay, Professor Eagles. Hey Luigi, was hast du da gefunden? Das sollten wir mal näher betrachten. Guck mal unten rechts, der ist kaum zu sehen. Oh, ach, das ist ein Feuerelementmünze. Nun kannst du Feuer einsetzen. Ganz recht, damit kannst du Feuergeister fangen. Wie? Was ein Feuergeist ist, möchtest du wissen? Nun, du triffst sie überall dort an, wo eine Flamme brennt, mein Junge. Die Geister selber bestehen aus Feuer, wenn du so willst. Cool. Wenn du dich einer Flamme näherst, scheust du sie auf und sie flüchtet in die Luft. Das ist der ideale Zeitpunkt, um sie aufzusaugen. Danach kannst du durch Drücken der L-Taste Feuerstöße abgeben. So kannst du Eis zum Schmelzen bringen, Kerzen anzünden und so weiter und so fort. Sehr erfinderisch. Eine Anzeige am unteren Bildschirmrand gibt Auskunft darüber, wie viel vom jeweiligen Element noch vorhanden ist. Ist doch einfach, oder? Das ist sehr einfach. Durchaus möglich, dass sich manche Geister nur dadurch des Einsatzes des Feuers besiegen lassen. Das solltest du nie vergessen, Junge. Sag später bloß nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Okay. Freunde! Mit der Warnung wird's, glaube ich, höchste Eisenbahn. Warum komme ich hier? Achso, warte mal. Ich verstehe. Guck mal, hier ist sogar ein Buhu. Aha. Ja, ich grüße dich, Kungbu. Das war jetzt eigentlich sehr random tatsächlich. Ich hätte nicht gedacht, dich jetzt einfach so hier zu finden. Aber du, a gifted Buhu, you don't look in the Maul. Alle sagen das. Speichern, let's go. Gib acht, Luigi, machen wir. Aha, und jetzt können wir so uns den Weg freipusten, nicht wahr? Hä? Ach, warte mal. Warte mal. Müssen wir die anmachen, um hier durchzukommen? Die Rätsel sind teilweise so random, ich sag's, wie es ist. Aber Freunde der Sonne, das war's mit dem heutigen Part Luigi's Mansion. Wenn ihr Tipps habt, wie immer, sehr gerne in die Kommentare hinein. Und von daher, danke den Elite 100 Generalmembern, Bassi the Dark Empire, Zybix Games, Maria, Klein Dampier, Svensemann und Florian. Und natürlich auch an alle anderen, die auf diesem Channel aktiv sind. Bis zum nächsten Mal. Cheerio!